Wenn wir auf Skitour sind, können wir natürlich nicht nur immer mit den Turnski im Berg raufgehen, sondern wir haben einmal eine Tragepassage. Das heißt, wir stapfen mit den Turnskischuhen irgendwo eine steile Rinne rauf. Und ich zeige euch heute, wie man da am besten die Skier am Rucksack montiert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal die A-Form, das heißt, die Skier sind links und rechts montiert und es geht nach oben zusammen. Oder man montiert den Ski diagonal quer über den Rucksack. So, wir montieren den Ski jetzt wie eine A-Form, das heißt links und rechts beim Rucksack. Wir stecken den Ski hier auf der Seite hinein. Wichtig ist, dass er hier unten nicht durchrutscht, dass er fest ist. Und dann montieren wir den bzw. befestigen den noch mit dem Clip. Wenn man die Skier links und rechts am Rucksack montiert, ist es ganz wichtig, dass man die Skier wie eine A-Form oben zusammenbindet, damit nämlich die Skienden hinten frisch auf die Füße schlagen. Die zweite und definitiv schnellere Variante, wie ich den Ski befestige, ist, dass ich den Ski diagonal am Rucksack montiere. Das heißt, ich binde einfach den Ski hier hinten durch und befestige ihn oben diagonal über den Rucksack.